Hallo und herein zum Turmtalk von Mauve Software, dem führenden Anbieter von Lösungen zur Digitalisierung von Apotheken und ihren Services. Was ist Mauve? Mit den von Mauve entwickelten Tools, Schnittstellen, Anwendungen und Online-Touchpoints öffnet der Apotheker seinen Kunden eine virtuelle Tür zu seiner Apotheke vor Ort und erweitert damit den direkten Kontakt zum Kunden um eine digitale Ebene. Mein Name ist Inken Große und wir beschäftigen uns heute wieder mit DHL. In der letzten Folge haben wir unseren Zuhörern einen Eindruck von DHL und dem Serviceangebot vermittelt. Wir haben über die Aktion Lokal Handeln gesprochen und was es damit auf sich hat. Wir haben beleuchtet, welche Vorteile das Partnermanagement für Versender, insbesondere für Apotheker natürlich, bietet. Und dabei haben wir einen Blick auf die Servicepakete von DHL für Apotheker geworfen. Wir haben natürlich auch gehört, wie DHL die Digitalisierung des Handels unterstützt und welche konkreten Angebote und Hilfestellungen DHL beim Einstieg in den DHL-Versand bietet. Heute wollen wir das Thema Filialrouting und Empfängerunterschrift einmal näher unter die Lupe nehmen. Wieder mit dabei ist Thomas Kempkes, Leiter Partnermanagement, Warenversand, Post und Paket bei DHL. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich wieder da sein darf. Immer wieder gerne. Und bevor sich alle fragen, warum ich den Gast auf einmal duze, Thomas und ich kennen uns schon länger und sind mittlerweile fast schon Podcast-Hasen, Pros, wie man so schön sagt. Und für alle, die unseren letzten DHL-Podcast noch nicht gehört haben, nochmal kurz die Bitte, dass du dich nochmal vorstellst. Genau, vielen Dank. Also ich finde es auch schön, nochmal hier zu sein, dass wir nochmal über andere Aspekte reden können. Und mein Name ist Thomas Kempkes, wie du ja schon gesagt hast. Ich bin jetzt schon etwas länger bei Deutsche Post DHL und zuständig im Partnermanagement Deutsche Post und Paket für all unsere Partneranbindungen. Unser Ziel ist hier immer, dass wir mit den relevantesten und größten Partnersystemen eine sehr gute Integration von Produkten und Services herstellen, sodass am Ende unsere gemeinsamen Kunden die bestmögliche Erfahrung bekommen, wenn es darum geht, Pakete oder Warensendungen zu verschicken. Und da freuen wir uns immer, das sehr intensiv mit unseren Premium-Partnern zusammenzutun. Und Mauve, das ist das Schöne, ist eben auch ein solcher Premium-Partner. Und deshalb freue ich mich, dass ich jetzt hier wieder dabei sein darf. Und wir freuen uns auf eine spannende Podcast-Folge. Nichts ist ja ärgerlicher, als wenn die Apotheke ein unzustellbares Paket zurückbekommt. DHL verspricht, dass eine Sendung, die aufgrund eines Adressproblems unzustellbar geworden ist, mit dem DHL-Service Filialrouting eine zweite Chance erhält, den Empfänger doch noch zu erreichen. Blond gefragt, wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also du hast es gerade schon auf den Punkt gebracht. Ich glaube, nichts ist schlimmer, das kennen wir auch aus der privaten Erfahrung, als wenn eine Ware, die ich bestellt habe, die auf dem Weg ist, dann aus irgendwelchen Gründen nicht bei mir ankommt. Das ist sicherlich irgendwie so der Worst Case, auch aus Kundensicht. Und Filialrouting ist einfach ein Service, der den Versendern hilft, teure und zeitintensive Rücksendungen zu vermeiden und es schafft, dass in wirklich sehr vielen Fällen derjenige, der das Paket empfängt, dieses auch noch bekommen kann. Die Frage ist ja, warum kommt ein Paket nicht da an, wo es ankommen soll? Es ist ja so, dass über die Adressierung in der Regel das dann auch zugestellt wird, aber es kann halt manchmal auch dazu kommen, dass an der Zieladresse die Zustellung nicht erfolgreich sein kann. Und da gibt es ja ganz verschiedene Gründe. Das kann zum Beispiel sein, dass der Name der Person, die das Paket empfangen soll, nicht auf der Klingel oder auf dem Briefkasten steht und deshalb das nicht eindeutig zu identifizieren ist. Es kann auch sein, dass das Gebäude oder die Wohneinheit auf einmal nicht so eindeutig zu identifizieren ist, wie man das normalerweise kennt. Das können zum Beispiel so S Situationen sein in Neubaugebieten oder wo man zum Beispiel sowas hat wie Hinterhäuser oder vielleicht ist auf einmal ein Tor zu, was verhindert, dass die Person, die zustellen möchte, eben gar nicht bis zu der Tür dieser Person kommen kann. Also das Gebäude ist nicht zugänglich für uns. Natürlich auch einfach, dass die Person, die das Paket empfängt, verzogen ist, also nicht mehr da wohnt, wo adressiert ist. Oder auch, dass Namen oder Adressen vor Ort einfach falsch geschrieben sind. Also da gibt es wirklich eine zahlreiche Liste von Gründen, die dazu führen können. Und immer resultiert das natürlich dann in einem negativen Erlebnis für die Person, die das Paket empfangen möchte, nämlich das Paket kommt nicht an und das produziert natürlich auch
nochmal Kosten für den Versenderkunden. Und das ist genau dieses Stichwort zweite Chance geben, ist genau das, was wir machen können mit diesem Service-Filial-Routing. Wie es nämlich genau dieser Name auch sagt, das Paket wird in diesen Fällen dann in die Filiale umgeleitet. Wir versenden eine E-Mail an den Menschen, der das Paket bekommen soll. Er wird also per E-Mail benachrichtigt und kriegt dort alle Informationen, wo das Paket entgegengenommen werden kann. Und so ist aus einer misslichen Lage, nämlich Paket kann eigentlich nicht zugestellt werden, Kosten können entstehen für Rücksendung, entsteht etwas Positives, nämlich das Paket kann dennoch zugestellt werden, nämlich in die Filiale. Es kann dort abgeholt werden, so wie es halt eben beliebt. Und am Ende ist sozusagen ein Happy End, denn irgendwie das Paket erreicht doch noch die Person, die es auch bestellt hat. Nun haben wir ja hoffentlich viele Apotheker, die zuhören. Und deswegen natürlich meine Frage, für welche Apotheken ist dieser Service besonders interessant? Ja, also wir würden tatsächlich allen Versenderkundinnen und Kunden empfehlen, einen solchen Service dazu zu buchen. Der kann nämlich kostenlos hinzugebucht werden, entweder zum DHL-Paket oder auch zur Warenpost. Beide Produkte sind ja auch in der Mauve-Software verfügbar und auch der Service ist in Mauve buchbar und somit auch verfügbar, also sehr einfach direkt verfügbar. Und die gute Zustellquote sorgt natürlich auch dafür, oder die gute Zustellquote, die daraus resultiert, dass eben die Pakete auch bei misslichen Lagen ankommen, führt eben dazu, dass einmal die Kostenstruktur geschont wird, denn Rücksendung ist in der Regel teuer. Also einmal gibt es Rücksendeentgelte, aber auf der anderen Seite habe ich auch wieder Kosten für die Vereinnahmung der Ware oder vielleicht für das Prüfen der Ware. Ist vielleicht gerade bei Apotheken entscheidend, weil da ist ja vielleicht Ware drin, die ich dann auch gar nicht nochmal neu verkaufen kann. Irgendwie ein iPhone kann ich vielleicht neu verkaufen. Vielleicht ist das bei Apothekensortimenten dann eben nicht der Fall. Also es ist umso wichtiger, dass die Ware auch ankommt. Das heißt, das ist das Thema Kosten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eben die Kundenzufriedenheit. Also Kunden schätzen es ja dann eben, dass die Ware auch bei ihnen ankommt. Und alles zusammengenommen erstellt eigentlich nochmal einen sehr interessanten Case dafür, vor allem auch Apotheken, weil man sagen kann, der Service kann kostenlos gebucht werden. Er wird nur dann abgerechnet, wenn es tatsächlich dazu kommt. Das heißt, ich habe erstmal gar kein Risiko, das kostet mich erstmal nicht mehr, aber in dem Fall, dass das eintritt, spare ich mir eben die Rücksendeentgelte und zahle dann diesen Service, der etwas billiger ist oder wesentlich billiger ist als diese eben genannten Kosten und habe dann am Ende eine bessere Nutzererfahrung auch für diejenigen, die das Paket empfangen. Also wir empfehlen das tatsächlich allen, vielleicht bei Apotheken nochmal besonders aufgrund der Ware, die da verschickt wird. Tja, damit ist meine Frage, was die Kosten angeht, schon vorweggenommen worden. Dann mache ich gleich weiter und frage, seit Anfang des Monats bietet DHL einen weiteren interessanten Service an, und zwar die Empfängerunterschrift. Was verbirgt sich hinter diesem neuen Service und für wen ist er geeignet? Ganz genau, vielleicht ein bisschen zur Historie. Die Empfängerunterschrift, so wie sie jetzt als Service ist, ist so ein bisschen der Situation rund um die Auswirkungen der Corona-Pandemie geschuldet. Gerade durch die Kontaktbeschränkungen, die wir da hatten, sahen wir uns ja auch gezwungen, auch im Sinne des Mitarbeiterschutzes, dass wir eben möglichst kontaktlos zustellen. Und dazu gehörte eben auch, dass wir genau in diesen Situationen auf die Unterschrift durch die Person verzichtet haben, die das Paket empfängt. Wir haben das ersetzt durch eine Unterschrift durch die Zustellkraft, die hat das dann signiert und somit war auch der Nachweis der Zustellung gegeben. Und das hat neben der erhöhten Sicherheit eben auch dazu geführt, dass wir viel effizienter und besser in der Zustellung waren und gleichzeitig aber auch gesehen haben, dass es dort keine signifikanten Auswirkungen im Bereich Qualität oder Kundenzufriedenheit gegeben hat. Das war erstmal die Ausgangslage. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesehen und die Rückmeldung auch bekommen, dass manche Versender durchaus Bedarf haben, genau an dieser Unterschrift. Und das reiht sich somit eigentlich nochmal schön ein in das, was wir beim letzten Podcast auch besprochen haben, zu den personenbezogenen Zustellservices. Und es ist sozusagen der Einstiegsservice in diese Welt, weil er deutlich günstiger ist als die anderen, wo wir ja gesprochen haben über persönliche Übergaben, die dann auch mit einer Unterschrift dokumentiert werden. Hier haben wir tatsächlich
die sehr leichtgewichtige, einfache Unterschrift. Das heißt, anders als in dem Standard in der Zustellung, wie es heute ist, dass nämlich die Zustellkraft unterschreibt, wird tatsächlich eine Unterschrift auch sozusagen an der Haustür abgefordert, wenn dort die Zustellung erfolgt. Und das wird dann eben dokumentiert und ist auch eben über unsere Touchpoints für die Versenderkundinnen und Kunden dann verfügbar, wenn sie das eben als Nachweis haben wollen. Das ist eben ein Service, den wir jetzt additiv anbieten. Das heißt, nur die, die das auch explizit haben wollen, können das dann buchen. Und die Gründe können da vielfältig sein. Also manche wollen das vielleicht haben, weil sie einfach nochmal eine zusätzliche Dokumentation brauchen, dass tatsächlich die Person das auch empfangen hat oder dass eine Person das empfangen hat und das mit Unterschrift dokumentiert hat. Das sind genau die Fälle, in denen wir dann eben so einen solchen Service anbieten wollen, ohne dann direkt in diesen hochpreisigen Services anzukommen, wie eben der persönlichen Übergabe oder der Altersüberprüfung, wo wir auch Unterschriften erheben. Wie funktioniert dieser Service explizit? Also vielleicht auch auf Mauve gemünzt? Genau, also auch hier wieder haben wir natürlich eine extrem gute Zusammenarbeit mit unserem Premium-Partner Mauve und können sagen, jetzt zum Start des Services im Juli 2023 ist der Service auch schon auf Mauve verfügbar und kann dort einfach gebucht werden, wenn eine Sendung erzeugt wird. Über die entsprechenden Einstellungen, das findet man dann in der Mauve-Software. Und was sind die Vorteile davon? Also ich meine, du hast es ja im Prinzip schon angerissen, aber vielleicht kannst du es nochmal ausführen für die Apotheker. Genau, es rundet halt nochmal diese personenbezogenen Services preislich von unten ab. Das heißt, ich habe eben nicht die höheren Kosten, die ich eben durch eine solche persönliche Zustellung habe, wo nochmal mehr Daten überprüft oder erhoben werden, sondern, aber ich habe eben schon ein etwas höheres Level an nochmal Dokumentation, weil letztendlich die Übergabe mit einer Unterschrift dokumentiert ist. Wie gesagt, das können manche Versender einfach für sich selber haben wollen, um da die Dokumentation zu haben. Manche, die zum Beispiel auch auf Marktplätzen verkaufen, brauchen das vielleicht auch dort einmal für einen Nachweis. Das ist ein Kann, kein Muss. Und so bieten wir es auch an. Jeder, der das haben möchte, kann das halt eben nutzen und das so einstellen, wie es für den individuellen Versand am besten dann passt. Gibt es bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit der Apotheker, euren neuen Service nutzen kann? Nein, der Service ist sofort für alle nutzbar und deshalb muss man jetzt nichts extra tun. Wenn man möchte, dann kann man das aktivieren. Natürlich stehen wir jederzeit bereit über unsere Vertriebseinheiten. Wenn es nochmal Fragen gibt, wenn es nochmal genauer erklärt werden soll, dann bitte jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen. Und ansonsten steht der Service jetzt sofort bereit und kann genutzt werden. Dann möchte ich jetzt noch ein anderes Thema ansprechen, das DHL bereits in unserem April-Newsletter behandelt hat, aber das vielleicht nicht von jedem gelesen wurde. Es geht um die Verpackung. Das klingt auf den ersten Blick nicht so spannend, ist es aber. Warum ist die Verpackung gerade für Apotheker wichtig? Genau, P Verpackung ist für uns aus der logistischen Brille wichtig, weil natürlich wir in einem Netzwerk arbeiten, das hochautomatisiert ist und gleichzeitig wir darauf ausgelegt haben, hohe Sendungsaufkommen zu verarbeiten. Und das wissen ja alle, möglichst in kurzer Zeit, weil alle wollen ja, dass ihre Sendungen möglichst schnell auch ankommen. Und da ist es natürlich so, wie in einem solchen Netzwerk wirklich mit hohen Sendungsmengen verarbeitet werden. Üblich, dass halt einfach auch dort zum Beispiel hohe Belastungen passieren können. Also zum Beispiel beim Stapeln von Paketen. Natürlich sind die Kräfte auch geschult darauf, das umsichtig zu tun, aber es ist einfach so, um die Menge zu handhaben, kann man halt nicht jedes Paket sozusagen einzeln von A nach B tragen, sondern muss dann halt letztendlich immer schauen, dass man möglichst viel Durchsatz in den Systemen hat. Das heißt, beim Stapeln zum Beispiel kann es schon mal sein, dass eben ein schweres Paket, und wir sprechen ja davon bis zu 31,5 Kilo, auf einem vielleicht leichteren Paket platziert ist. Und dann ist halt eben wichtig, dass das Paket oder eher die Ware da drin entsprechend geschützt ist. Oder es kann zu Stößen auf den Anlagen kommen. Also jeder, der vielleicht das schon mal gesehen hat, wir arbeiten ja dort auch mit Anlagen, die automatisiert sind. Das heißt, die Pakete fahren dann über die Anlagen und da kann es halt allein durch diese maschinelle Verarbeitung auch immer mal zu Stößen kommen. Und dann ist es eben auch wichtig, dass die abgefangen werden durch die Verpackung. Und dann haben wir gerade, wir nehmen jetzt hier im Sommer auf,
Da merken wir das gerade wieder. Temperaturschwankungen. Ja, das ist halt eben auch wichtig, dass man über so eine Verpackung auch nochmal Temperaturschwankungen ausgleicht, die eventuell entstehen können. Und das sind jetzt sehr praktische Gründe. Da geht es einfach darum, dass ein Paket auch möglichst optimal verarbeitet werden kann und möglichst auch genau so ankommt oder die Ware, die in dem Paket ist, genauso ankommt, wie die Person es auch erwartet. Das ist einfach wichtig, um da den reibungslosen Ablauf sicherzustellen und eine hohe Qualität zu gewährleisten. Und gleichzeitig muss man halt auch sagen, dass Verpackung natürlich auch ein Teil des Kundenerlebnisses ist. Also es ist ja so, ich habe etwas bestellt in einem Online-Shop und dann ist das für mich erstmal vergessen. Vielleicht kriege ich noch E-Mails, die mich über den Status informieren oder ich kriege die Informationen über die Sendungsverfolgung zum Beispiel von DHL. Und dann ist ja dann der erneute Kontakt tatsächlich wieder, wenn die Sendung zugestellt wird. Und das ist natürlich auch wieder etwas, das repräsentiert den Shop. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie sieht das Ganze dann aus? Also von so Sachen wie, habe ich zum Beispiel mein Logo auf dem Paket drauf? Man kann auch über DHL, über das Geschäftskundenportal, sein eigenes Logo hochladen. Also dann habe ich zum Beispiel mein Apothekenlogo auch auf dem Versandlabel drauf. Und das fördert einfach nochmal das Branding natürlich jedes Einzelnen und es macht es nochmal sichtbar und es zeigt nochmal den tatsächlichen Mehrwert oder den Kundenkontakt, den ich da habe, dass es halt eben nicht nur eine graue Schachtel ist, die ankommt oder eine braune ist es ja oft, sondern eben auch, dass da nochmal der Kundenkontakt tatsächlich genutzt wird. Und was man auch dort natürlich kommunizieren kann, ist, wenn eine ökologisch besser verträgliche Versandart, wie zum Beispiel Go Green oder noch besser unser Go Green Plus versendet wird oder für den Versand verwendet wird, dann wird das eben auch auf dem Paket oder auf dem Label angezeigt. Und man kann hier auch nochmal zeigen, dass man das nicht nur online versprochen hat, sondern dass es eben auch nachweislich dann auf der Verpackung, auf dem Label ist, dass eben dieses Paket nachhaltiger im Sinne der Ökologie verschickt wurde. Also Verpackung hat tatsächlich ganz viele Aspekte und klar, Nachhaltigkeit ist halt nicht nur im Versand wichtig, auch in der Wahl der Verpackungsmaterialien. Aber das ist tatsächlich insgesamt so mal so ein Abriss über das Thema Verpackung, also von der praktischen Verarbeitung in unserem Paketnetz bis hin zum Thema, wie wirkt das eigentlich auf den Kunden, wie nimmt der Kunde das wahr? Also Muss da der ist wirklich Apotheker, Verpackung. Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, Kein Problem. muss der Apotheker denn auf bestimmte Sachen achten? Gibt es gewisse Richtlinien für seine Pakete? Also Also ich glaube, man ist gut beraten, wenn man so die standardisierten Verpackungsmaterialien verwendet tatsächlich. Wir haben dazu natürlich auch viel abgehandelt in unseren zum Beispiel AGB oder in unseren Verträgen. Das sind sozusagen zulässige Verpackungen. Aber man ist, glaube ich, auch immer gut beraten, wenn man sich sozusagen auch auf Standardlösungen draufsetzt. Und auf der anderen Seite, sollte es da Fragen oder Unsicherheiten geben, ist es vielleicht auch wichtig, dann einfach den Ansprechpartner bei uns, bei DHL, zu kontaktieren und zu fragen. Und dann werden wir uns das anschauen und können sicherlich auch dann weiterhelfen. Also keine Scheu, immer fragen, wenn es da eben Unklarheiten gibt, auch zum Thema Verpackung. weil ich denke mal, gerade Apotheker versenden nicht nur Plüschtiere. Ganz genau, ja. Also wir bieten aktiv natürlich auch Verpackungsmaterialien an. Man muss aber ganz klar sagen, unser Schwerpunkt liegt in der logistischen Arbeit. Deshalb, ich glaube, tatsächlich da ist es wichtig, wenn man da Fragen hat, wirklich den DHL-Kontakt zu suchen. Und wir können sicherlich auch zeigen, was wir selber anbieten. Aber mir ist jetzt nicht bekannt, dass wir tatsächlich spezielle Apothekenverpackungen anbieten. Also wir haben natürlich ansonsten sehr viel Expertise darin, wie Sachen verpackt werden können. Aber unser Schwerpunkt ist jetzt nicht in der Herstellung der Verpackungsmaterialien, sondern vielmehr tatsächlich dahinter zu schauen, dass der logistische Prozess auch sauber funktioniert. Damit sind wir leider auch schon wieder, Mann, das war ja echt kurz und knackig, am Ende einer extrem hochinteressanten Podcast-Folge angelangt. Vielen Dank, Thomas, dass du diese relevanten Informationen in so schönen und verständlichen Häppchen, wie beim letzten Mal natürlich, optimal verpackt hast. Und ich freue mich schon oder hoffe auf eine nächste spannende Podcast-Folge mit dir. Ja, würde ich mich natürlich auch freuen. Ich komme gerne wieder.
hier ins virtuelle Podcast-Studio. Und wenn es Fragen gibt, in der Zwischenzeit bitte jederzeit melden. Und wenn es Feedback gibt, gerne auch. Vielleicht gibt es ja mal noch ein weiteres Thema, was wir hier besprechen können. Wir werden bestimmt eins finden und ich glaube, alle Apotheker fühlen sich auch wunderbar aufgehoben, wenn sie jederzeit auf dich zukommen können. Und ach ja, um noch ein klein bisschen Werbung zu machen, mehr Informationen und Videos zu Produkten und Lösungen von Mauve finden Sie auf mauve.de, auf dem YouTube-Kanal und natürlich auch auf Facebook, speziell in der Mauve User Group. Auf Instagram und LinkedIn ist Mauve selbstverständlich auch und nicht zu vergessen, die monatliche Informationsquelle Today is Newsday, der Newsletter von Mauve. Am besten abonnieren Sie gleich alle Kanäle, damit sind Sie immer rundherum gut informiert. Ich bin Inken Große und für heute sage ich auf Wiederhören, bleiben Sie gesund und bis demnächst.